Dieses Mal bei unserem Paris-Trip besuchen wir das wahrscheinlich berühmteste Gemälde der Welt. Wir sehen den Eiffelturm glitzern. Wow! Ja, schön! Treffen Fans. Und werden schließlich selbst zum Gemälde. Ganz schön anstrengend, so ruhig zu sitzen. Und alles im Visco-Outfit. Hallo meine kleinen Visco-Vis-Visco-Viscos. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die Armin und ich sind immer noch in Frankreich, beziehungsweise in Paris. Und wir machen heute weiter mit unserer kleinen Tour, und zwar als Visco Girls! Let's go Visco! Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Aber schön der Reihe nach. Was bisher geschah? Armin und ich sind mit dem Zug nach Frankreich gereist. Eigentlich wollten wir auf den Eiffelturm, das Wahrzeichen von Paris, hinauf. Aber das wollten ganz viele andere Menschen auch. Wir sind nicht besonders lange in Paris, von daher würde ich sagen, Armin, komm, wir gehen woanders hin, oder? Ja, komm. Stattdessen haben wir eine Stadtrundfahrt gemacht und haben wunderschöne Ecken der Stadt entdeckt. Oh mein Gott, wie cool! Am Ende passiert mir dann noch das hier. Nein! Oh mein! Sollen wir das wiederholen? So was Blödes. Ich mache etwas sehr Verbotenes und klettere selbst hinunter. Das war ein bisschen gefährlich, aber eigentlich recht einfach. Hinauf ging's auch irgendwie. Das heißt jetzt aber nicht, dass ihr das alle nachmachen sollt. Selbst ist das Visco Girl. So, wo sind meine Schuhe? So, die Fototasche zurückgeholt, habe ich auf einmal wieder Lust bekommen, Fotos zu machen. Aber irgendwie sind Armin und ich schon ziemlich müde. So, wir sind durch für heute. Also es war heute echt ein aufregender Tag, Armin, ja, oder? Ja, sehr. Wir haben sehr viel Neues gelernt über Paris und es war echt eine mega coole Tour auch heute. Für heute ist erstmal genug. Am nächsten Tag sind Armin und ich schon sehr früh auf den Beinen. Wir Visco Girls sind noch sehr müde und auch Paris scheint noch zu schlafen. Denken wir zumindest, bis wir an diese Ecke kommen. Hier ist aber ordentlich was los. Es schaut fast so aus, als würden hier alle Franzosen frühstücken. Armin, was möchtest du heute als erstes machen? Also ich habe noch nichts gefrühstückt. Weißt du was, hier in Paris, da isst man zum Frühstück ein Croissant, okay? Dann machen wir uns mal auf die Suche. Ja. Aber schon was Haus, das ist auch wunderschön, oder?
So was gibt's nicht mal in Ibiza. Hoffentlich verstehen die mich in der Boulangerie, also dem Bäcker. Sie hat's verstanden. Was? Verdammt, jetzt doch wieder auf Englisch. Merci. Ganz schön kross. Ich habe nur so wenig. Weiß nicht warum, aber... Irgendwie fühle ich mich beobachtet. Liegt wohl an den Augen. Und wir entdecken dieses kleine Gässchen. Die Arme findet immer gleich auf Anhieb was. Das ist ja richtig cool. Kann man sich so fächern. Gleichzeitig irgendwie so lesen. Das ist ja voll cool. Leute, guckt mal. Das ist ein Notizbuch. Das ist auch schon wie so ein ganz altes Buch. Das ist alles ganz weich, die Ränder. Kann man sich nicht schneiden. Das finde ich an den alten Büchern ganz gut. Weil ich schneide mich ziemlich oft in der Schule. Am Papier. Zwei wunderschöne Postkarten. Also die sind richtig schön. Die können auch so glänzen. Und dann habe ich auch einmal dieses alte Buch gekauft. Das fand ich auch richtig süß. Das ist eigentlich, ich glaube, ich werde nicht drin schreiben, aber als Deko ist es eigentlich irrsinnig schön im Geschäft. Hat das Papier, war das auch so angenehm. Als nächstes kommen wir an die Seine, den Fluss, der durch Paris fließt. Oh, hier sind aber süße Läden direkt neben der Seine. Ja, wir Touristen sind halt doch vom selben Schlag. Winke, winke. Nächste Station, eines der größten Häuser in Paris. Hier ist ja richtig viel Platz. Kann man 50 Airtracks aufbauen. Wahnsinn, das sieht ein bisschen aus wie Versailles, aber es ist der Louvre, das größte Museum in Paris. Und wenn man hier durchwandert, fühlt man sich wie in einer anderen Zeit. Verdammt, Arvin, es ist zu. Mist, nein, Hilfe, wir sind auch
In diesem Museum ist das wohl berühmteste Gemälde der Welt von Leonardo da Vinci. So, meine Lieben, wir sind jetzt hier vom Louvre und es ist eigentlich dasselbe wie gestern vom Eiffelturm. Aber hier geht es definitiv viel schneller voran und wir wollen unbedingt die Mona Lisa sehen. Deswegen stellen wir uns jetzt noch weiter an. Das dauert eh nicht mehr lange. Schaut! Gegen die Langeweile hilft eine kleine Visco-Choreo. Nochmal. 6, 7, 8. Das ist eine erfundene Choreo. Geht doch mit zwei Händen. And I oop. Na und schwuppdiwupp, and I oop. Sind wir drinnen. Luxuriös hier. Nur nicht, was die Wartezeit betrifft. Denkt, wenn er drin ist, dass er drin ist, liegt falsch. Man muss sich wieder anstellen für die Tickets. Abren, schau mal, da ist sie. So, wir sind jetzt 20 Minuten nochmal gestanden für dieses Ticket und jetzt dürft ihr mal raten, was machen wir jetzt als nächstes, um die Mona Lisa zu sehen? Unglaublich, nur um ein Bild zu sehen. Auch dazu ein so kleines. Es ist schon unglaublich, wie eine Kuhherde werden wir vorangetrieben. Ich habe jetzt langsam noch keine Lust mehr. Wie lange dauert das hier denn noch? Oh, mein Rücken tut mir auch schon weh vom Rucksack ein bisschen. Ich habe mir das jetzt zusammengerechnet. Wir sind jetzt 2 Stunden und 12 Minuten nur herumgestanden. Nur. Na, wenigstens geht's jetzt mit den Rolltreppen weiter. Wisst ihr, was mich noch aggressiver macht? Wir sind einfach gerade raufgefahren und nur eine Runde um diesen Block gegangen. Und jetzt fahren wir wieder rauf und jetzt werden wir wahrscheinlich wieder um den Block. Ja, wir werden wieder raufgehen. Aber dann wird es langsam spannend. Wir sind schon im Nebenraum der Mona Lisa. Was denken sich eigentlich die ganzen Male? Ich meine, das sind wunderschöne Bilder hier und die sind eigentlich nur aufgehängt für den Warteraum, für die Mona Lisa eigentlich. So schade. Da ist sie nun, Mona Lisa, das Meisterwerk von Leonardo da Vinci. Und wir haben unseren ganz persönlichen 30-Sekunden-Moment mit der italienischen Schönheit. Dafür hat sich die Wartezeit gelohnt. Hallo Moni. Was man will. Aber wenn man dann vor ihr steht, darf man nicht so lange rumtrödeln. Denn da muss man schon wieder weitergehen. Next year maybe. Next year. Wahnsinn, so ein Aufwand für 30 Sekunden. Wir sind ziemlich müde und müssen uns kurz mal wo ausruhen. Im größten Museum sollte ein Plätzchen zu finden sein. Oh.
Können Sie gleich einschlafen? Ich schlafe. Zumindest, Arvin, hast du heute das berühmteste Bild der Welt gesehen. Es war sehr schön, nur ein bisschen klein. Also auf jeden Fall kleiner als die anderen. Kleiner Fotocrasher. So, aber wir wollen uns noch ein bisschen umschauen, wenn man schon in so ehrenwürdigen Mauern sein darf. Und die Ausstellungsstücke sind wirklich unbeschreiblich schön. Armin, schau mal, ein Zentaure. Halb Pferd, halb Mensch. Leute, schaut mal, die Venus. Ohne Arme. Die Arme. Punkt 17:30 müssen alle raus. Alle. Und wir wollen hier nicht eingesperrt werden. Obwohl 24 Stunden im Louvre wäre schon richtig lustig. So Leute, das war heute ein aufregender Tag, besonders ein Tag, wo wir sehr, sehr viel gestanden sind. Ich glaube, noch nie in meinem Leben bin ich mehr gestanden als heute, und zwar für die Mona Lisa. Es war ein Mega-Erlebnis, also es war cool, die auch mal so in Real Life zu sehen. Ich hoffe, ihr könnt es euch so vorstellen, wie sie aussieht. Sie ist auf jeden Fall nicht so klein und nicht so groß, wie sie alle sagen. Ich zeig's euch mal. Sie ist circa ein Gemälde halt so. Geschätzterweise. Und die Arvin und ich haben es gut durchgestanden als Visco Girls. Jetzt haben wir das Thema Louvre abgehakt und jetzt geht's weiter. Als Stärkung holen Arvin und ich uns jetzt etwas ganz typisches Französisches. Eine Crêpe. Bonjour. Deux crêpes avec Nutella. Naja, mein Französisch ist schlimm. Aber ich bekomme, was ich will. Hoffentlich. Das ist ein ganzes Straßenorchester. Ja. Thank you.
gerade am Montmartre. Das ist ein Berg mitten in Paris. Mega cool. Und hier sind einfach ganz, ganz viele kleine Geschäftchen und Cafés. Also hauptsächlich Touri-Geschäfte. Aber hauptsächlich ist das hier das Künstlerviertel. Man wird wirklich bei jeder Minute von irgendeinem Künstler gefragt, ob man ein Porträt haben möchte. Das ist cool, oder? Ja. Yeah. Ist ein bisschen nervig, aber es ist irgendwie nett gemeint eigentlich von denen. Ich möchte gerne eins haben. Da müssen wir den richtigen Künstler finden. Die zeichnen ja alle ganz anders. Und ob die wirklich Visco Girls porträtieren? Hier gibt's wirklich die unterschiedlichsten Porträtmaler. Manche mal mit Kreide, manche mit Aquarellfarben, andere Bilder sind bunt, manche nur grau. Und dann gibt's noch ihn, den Strichmaler. Schaut cool aus. Hallo, darf ich ein Bild haben? Ja. Armin hat ihre Wahl getroffen. Die Dame schaut ein bisschen aus wie eine Volksschullehrerin. Aber sie kann bestimmt gut malen. Willst du ja nicht draufmalen, oder? Und du dir deinen Topf noch mal rast, doch. Schön, wo dein. Ich bin schon gespannt, wie das wird. Sie ist sehr schnell. Ich bin gespannt, wie sie den Scrunchie malt. Ich mal mit Kreide. Aber bleibst du hier? Ich schaue mich ein bisschen um und schaue, ob ich vielleicht den anderen finde. Damit die nicht dasselbe Bild haben. Leg dir deine Sachen her, ja? Später. Ich habe auch meine Wahl getroffen. Ich will zum Strichmaler. Und ich bekomme auch sofort einen Termin. Ist ja wie beim Friseur. Hat ja eine verblüffende Ähnlichkeit mit mir. Was meint ihr? Schon alle zu. Das scheint sie sehr zu interessieren. Jetzt bin ich gespannt. Meins sieht auch super aus. Zeig mal deins her. Ich kann es nicht herzeigen. Ja, okay, ich zeig's dir auch später. Aber er hat mich wirklich urgut getroffen und das Grunt hat er auch gut geschafft und das da hat er auch noch urgut getroffen. Sie hat das auch urgut getroffen. Grunchy? Ja, das hat sehr gut aufgemalt. Ja, mich hat er auch super gemalt, weil man sieht richtig meine Umrisse. Und ich habe irgendwie gedacht, dass das irgendwie nicht so gut ist. Dass es nicht so gut treffen wird, aber er hat es sehr, sehr gut getroffen. Ich habe auch gedacht, dass ich es nicht so gut malen kann, aber dann habe ich es gesehen.
Abendporträt hat übrigens 60 Euro gekostet und meins nur 40, da es ja nur Striche sind und auch ein wenig kleiner. Fährt uns unser Onkel nochmal durch die Stadt und wir erleben Paris von einer ganz anderen Seite. Wie das hier alles leuchtet, einfach wunderschön. Und dann taucht er wieder auf. Der Eiffelturm. Der Turm beim Mondlicht, wunderschön. So, wir sind jetzt hier, denn am Abend glitzert der Eiffelturm zu jeder folgenden Stunde, also ab 21 Uhr so schön. Aber das nur 5 Minuten und das wollen wir auf keinen Fall verpassen. Wir haben es gerade noch geschafft und die Lichterschau sollte jetzt jeden Moment beginnen. Aber es ist so schön hier. Es hat richtig viel Platz hier. Und anscheinend wird er jetzt noch schöner leuchten. Wir haben ja von unten auch schon die Lichterketten gesehen, wie das dann ausschauen wird. Aber ohne Leuchten, das finde ich schon so schön. Wow! So schön! Wie zu Weihnachten, wenn der Christbaum leuchtet. Als wir dann dachten, es geht nicht mehr cooler, hören wir plötzlich ein kleines Stimmchen. Von dir? Ja. Kann ich ein Foto mit dir machen? Ja, gerne. Abend. Hast du dein Handy? Warte, dann ich kann ein Foto machen. Und wie heißt du? Valerie. Ich und mein Stift waren gar nicht vorbereitet auf Autogramme. Paris werden wir erkannt. Das Glitzern haben wir versäumt, aber es gibt Wichtigeres. Unsere Fans zum Beispiel. Und das Glitzern holen wir jetzt nach. So Leute, es tut uns wahnsinnig leid, aber wir mussten uns das einfach kaufen. Also um genau zu sein, die Arben. Aber das ist einfach so eine schöne Erinnerung einfach in diesem Moment. Und ich finde das im Bund eigentlich auch sehr, sehr schön, oder? Süß, gell? Kitschig. Ja, stimmt, aber wir haben es trotzdem. Schöne Erinnerung. Was ist hübscher? Was meint ihr? Der echte oder unserer? Also, weißt du was? Jetzt machen wir noch ein Selfie. Ja. Hast du den Chip dabei? Was für ein Chip? Ja, den Zoom-Chip. Das ist so ein Chip dabei, der die Fotos, wenn man sie näher machen will, dann so halt ja besser macht. Was soll ich machen? High-K oder? Stellen wir uns dorthin, dort ist es ein bisschen besser. Dann haben wir den Eiffelturm auch noch. Achtung! Ich glaube, ich habe die Augen zu. Ja. Schau mal, schön. Der Eiffelturm ist eine einmalige Kulisse, das ist bestimmt so schön. Ja? Wir haben den Eiffelturm gar nicht drauf. Aber dabei habe ich es doch extra weit genug weggehalten. Jetzt sehen wir so creepy aus. So. Sind nur Visco-Girls zu sehen drauf. And I oop. Aber doch, man hat die so ein bisschen drauf. Da Licht hat man ein bisschen drauf. Seht ihr das?
bisschen Licht hier. Aber eigentlich hätten wir das Foto auch bei uns zu Hause machen können. Weil man den Eiffelturm ja sowieso nicht sieht. Aber die Erinnerung ist ja trotzdem lustig. Ja, mein Face. Am Abend wird das dann immer schon so. Das mag ich gar nicht. Und dann gibt's noch ein Glitzern zum Abschluss. Das war's mit unserer Reise. Schade. So, meine Mäuse, das war's auch schon von uns für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch ein bisschen mehr von Paris zeigen. Wenn ihr die Chance habt, hierher zu kommen, dann kommt unbedingt her. Es ist im Real Life einfach noch viel, viel, viel schöner als jetzt am Handy. Aber ich glaube, wir haben es eh ganz gut hingekriegt, oder? Mhm. Ja, es war einfach mega cool. Und wenn ihr die Chance habt, geht auf jeden Fall auch als Visco Girls durch Paris. Und wir fahren jetzt nach Hause. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mua.